Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson Spencer Kanal. Ja, wie ihr seht, es gibt drei Eier von Nintendo bzw. von Kinder Joy oder von Kinder von Ferrero. Ja, gibt es ja in diversen Märkten in dieser Dreierbox. Die gibt es ja bei uns leider jetzt nicht mehr so, sondern halt bei uns sind die alle irgendwie ziemlich lose oder es hängt zwei Eier ineinander. Also es gibt ja in dieser Dreierbox und die habe ich jetzt im Kaufland für 77 Cent im Angebot gesehen, lose. Ja, und da habe ich mir ein paar geschnappt. Leider war an dem Tag, wo ich da war, also war ja die Aktion war von Montag bis Mittwoch oder ist noch, ja. Und dann sind leider nur irgendwie Haufen Yoshis, Luigis, Donkey Kong habe ich glaube ich nur eingefunden. Ja, das sind hier diese schönen Eierchen. Kann man auslöffeln. Kosten normalerweise 1 Euro. Und diversen Angeboten 2,80 Euro, 85 oder 89 bei Rewe oder Aldi. Oh, und jetzt im Kaufland für ja, 77 Cent. Packen wir auch mal ein paar aus. Gucken wir mal, was drin ist. Ich habe noch ein paar andere Eier. Vielleicht schauen wir noch mal, was da drin ist. Leider ja, sind das jetzt die einzigen drei, die ja, einmal Yoshi, einmal Luigi und einmal Donkey Kong sind. Gucken wir mal, was drin ist. Kann man ja schön rauslöffeln. Dann packen wir mal aus. Oh, komm, geh ab. Sind ja so nette Figürchen drin. Achso, ich glaube, hier war die Schokolade drin. Deswegen machen wir aus. Hier hat man die Spachtel, die man dann mitnehmen zum Essen kann. Und dann gucken wir auch mal, was drin ist. Oh! Da haben wir drin einen Luigi zum Anhängen. Ich weiß gar nicht, ist das hier dieser Feuerball Luigi? Gab es das irgendwie bei Super Mario Bros. U oder Wii U? Schauen wir mal, was hier der Zettel drin steht. Ach so, das ist ein Schlüsselanhänger, okay. Boah. Schauen wir mal. Luigi als Schlüsselanhänger. Hier ist der QR-Code. Keine Ahnung, was man da machen kann. Dann sind die ganzen Sparen. Ach, und hier sind dann, denke ich mal, die ganzen Figuren, die man bekommen kann. Also Bowser habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich denke mal, das hat mir jemand gesagt, das sind 12 verschiedene Charaktere. Da müssten ja eigentlich alle drauf sein. Also ich habe hauptsächlich Luigi gesehen, Donkey Kong, Mario. Aber Bowser selber habe ich jetzt gar nicht gefunden. Oh, nette Geschichte. Oh. Schauen wir mal, was bei dem anderen Ei drin ist. Ja, und hier ist halt dann die Schokolade, was man dann hier abmachen kann. So, als nächstes nehmen wir Yoshi. Schauen wir mal, was hier drin ist. Aber irgendwie ist das sogar günstiger, als wenn man sich dieses McDonald's-Mini holen müsste. Für irgendwie 7, 8 Euro kann man hier sich die Figuren holen. Schauen wir mal. Oh, guck mal ab. So. Schauen wir mal, was hier drin ist. Bei Yoshi. Ah, okay. Yoshi? Was ist das? Aha. Okay. Was kann man hier machen? Schauen wir mal, hier ist ein Ring. Auf. Kleber oder was ist das hier? Ah, so ein, wie ist das? So ein Adressenschild. Okay. Ach, das ist schon abgegangen. Okay. Okay, oh. Kann man an seine Tasche machen, so ein Ring? Ah, interessant. Okay. Also den Ring hier durchziehen. Okay. Oh. Ach, hier kann man seinen Namensschild dran machen. Okay, Adresse oder so.
Oh, jo. Also haben wir erstmal das und das. Oh. Okay. Und als letztes schauen wir mal, was hier drin ist bei Donkey Kong. Schön verpackt. Und so ein feines. Ah. Irgendwie spielt sie überhaupt keine Rolle, oder? Hm. Was ist das? Fidget Spinner oder was? Oder soll das sein? Schauen wir, was hier drin ist. Mit Bändchen. Aha. Hm. Also auch so ein Schlüssel an. Ah! So eine Kabelklemme. Achso, da kommt dann das Kabel da rein. Für USB-Anschluss. Okay. Auch so eine Halterung. Boah. Was das jetzt mit so einem Cooper zu tun hat, obwohl hier Donkey Kong drauf ist, also spielt es anscheinend doch keine Rolle. Ich frage mich, mir hat eh noch mal gesagt, dass die Figuren hier oben drauf dann sozusagen die ja, Figuren beinhalten soll. Im weitesten Sinne. Boah. Naja. Hat man hier jetzt das schöne Teil zusammenbasteln hier. Ach ja, jetzt kommt die Kabelklemme. Ja, und dann baut man das hier zusammen. Oder auch immer. Hä? Wie denn rum nun? So. Ja. Und dann hat man dann hier das Kabel dazwischen. Oh. Nette Sache. Gut, wenn man jetzt überlegt, so eine Figur ist vielleicht besser als das hier. Jo, nette Idee. Oh, ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen Bändel dran hier zum Dranbammeln. Oh. Sag mir mal eure Errungenschaften aus diesen Eiern. Klar, es ist eine nette Spielerei. Ist ein bisschen teuer, aber ich hatte mir ja die schönen Schokoladendinger zum Rausfummeln. Rauslecken. Können wir mal eins aufmachen. Ja. Schauen wir kurz. Ja, toll. Jetzt geht das Plaster ab. Okay. Ja, und dann kann man das hier rausspachteln mit diesen interessanten Dingen. Oh, nette Idee. Ist natürlich Ansichtssache, ob man sich für sowas interessiert. Ob das jetzt zu teuer ist. Ich sag mal, 1 Euro ist ganz schön teuer, aber für 77 Cent habe ich jetzt mal zugegriffen. Ja, sagt mir mal eure Ausbeute. Oder ob, was das hier oben, ob das überhaupt eine Rolle spielt, hier oben die Figuren. Was jetzt inhaltlich drin sein könnte. Bei dem anderen gibt es ja immer in jedem 7. Ei. Oh, sagt mir eure Ausbeute. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Oh. Und viel Spaß beim Entdecken und Schlenken. Ciao.